herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Deutschfuchs-Einführung für Lehrkräfte. In diesem Video schauen wir uns an, wie du in unserer Datenbank die verschiedenen Lektionen findest, wie die interaktiven Übungen funktionieren und wie du sie deinen Schülerinnen und Kursteilnehmern zuteilen kannst. Legen wir los! Wir beginnen wieder auf der Startseite. Hinter jeder Kachel verbirgt sich eine bestimmte Reihe, zum Beispiel Alphabetisierung, falls du Schülerinnen und Schüler unterrichtest, die das lateinische Alphabet und die deutsche Aussprache noch gar nicht kennen. Unser Grundkurs Deutsch in einer Version für Kinder im Grundschulalter und in einer anderen für Jugendliche und Erwachsene von A1 bis B2. Oder verschiedene Themen- und berufsbezogene Reihen. Auf der rechten Seite findest du den Einstiegsbereich mit wertvollen Tipps für den Einsatz von Deutschfuchs, einen kurzen Überblick der Aktivität deiner Schülerinnen und Schüler sowie weitere Funktionen, die wir uns im Laufe des Videokurses alle ansehen werden. Deutschfuchs ist also nicht nur ein einzelnes digitales Lehrwerk, sondern beinhaltet für verschiedene Zielgruppen ganz verschiedene Inhalte. Du kannst es dir ein bisschen wie ein Streaming-Angebot vorstellen. Als Lehrkraft bekommst du immer ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf alle Inhalte. Wir produzieren ständig neue Lektionen, sodass in Zukunft sicher noch weitere Kacheln dazukommen. Was du dann im Unterricht einsetzt, entscheidest du selbst. Ich öffne jetzt den Grundkurs Deutsch für Jugendliche und Erwachsene. Du kannst es dir nun wie ein digitales Schulbuch vorstellen. Alle Lektionen bauen aufeinander auf, können aber auch losgelöst voneinander verwendet werden. Es beginnt mit dem Einstufungstest. Dann folgt die erste Lektion auf dem Sprachniveau A1. Anhand der farbigen Labels kannst du sofort erkennen, welche Handlungskompetenzen und welche Grammatik in dieser Lektion behandelt werden. Die kleinen Symbole darunter zeigen an, ob es in dieser Lektion etwas zum Anschauen oder Anhören gibt, beziehungsweise ob deine Schülerinnen und Schüler selbst eine Art Sprachnachricht aufnehmen können. Weiter rechts in der Tabelle stehen außerdem die Kompetenzen und später auch bestimmte Fachthemen. Ich klicke jetzt einmal die erste Lektion an und bekomme eine kurze Inhaltsangabe bzw. Erklärung angezeigt. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten ist der PDF-Download. Wir haben jede Lektion komplett digital und interaktiv und zusätzlich als PDF hinterlegt, damit du jederzeit zwischen digitaler und analoger Arbeit wechseln kannst. Wir empfehlen natürlich immer die digitale Version, da nur hier alle Deutschfuchs-Funktionen vorhanden sind. Trotzdem kann es, insbesondere im Anfangsunterricht, natürlich sinnvoll sein, immer mal wieder auch handschriftlich zu arbeiten. Weiterhin gibt es zu jeder Lektion eine Vokabelliste mit allen neuen Wörtern und Ausdrücken. Natürlich inklusive der Übersetzungen, die du vorab aktiviert hast. Du kannst diese Vokabellisten auch als PDF herunterladen und ausdrucken. Ich klicke jetzt aber auf Öffnen, um eine Vorschau dieser Lektion anzeigen zu lassen. Wir sehen hier zunächst ein Video. In der ersten Lektion werden zum Beispiel unsere Protagonistinnen und Protagonisten vorgestellt. Anschließend folgen verschiedene Aufgaben, beispielsweise zum Einsetzen oder Auswählen. Später gibt es natürlich auch komplexere Formate wie Freitexteingabe, Tabellen zum Sortieren, Multiple Choice und viele andere. Du bzw. natürlich auch deine Schülerinnen und Schüler können jedes unterstrichene Wort im Fließtext anklicken. Hier sieht man dann die entsprechende Übersetzung, häufig auch ein passendes Foto. Und man kann sich die korrekte Aussprache anhören. Diese Funktion kann in den Einstellungen aber auch angepasst oder ganz ausgeschaltet werden. In den Grundkursen Deutsch erzählen wir immer eine Geschichte von mehreren Menschen, die neu in Deutschland sind. Diese Charaktere werden mit den verschiedensten Situationen konfrontiert und verbessern dabei ihre Sprachkenntnisse immer weiter. Stell es dir wie eine Serie im Fernsehen vor. Wir legen dabei einen großen Fokus auf Landeskunde, Alltagssprache und möglichst authentische Inhalte. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass du die Lektionen am besten der Reihe nach bearbeitest und nicht durcheinander. Einen kurzen Einblick in unsere Inhalte zeige ich dir jetzt. Der Grundkurs Deutsch für Jugendliche und Erwachsene beinhaltet über 700 Lektionen zu den verschiedensten Themen, inklusive Praktikum, Arbeit, Ausbildung
Urlaub, Finanzen, soziale Medien, Liebe und Freundschaft und aller wichtigen Feiertage und Ereignisse. In der Reihe Grundschule spielen Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren in der Schule, Freizeit und beim Sport die Hauptrolle. Der Alltagskurs ist für fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler gedacht und thematisiert unter anderem den Einzug in die eigene Wohnung. Die Reihe Mathematik unterstützt den sprachsensiblen Fachunterricht und führt mit Erklärvideos den Wortschatz für alle mathematischen Themengebiete der Sekundarstufe 1 ein. In den verschiedenen Reihen Deutsch für den Beruf konzentrieren wir uns ganz auf Situationen und den Fachwortschatz einzelner Branchen, zum Beispiel im Bereich Pflege. Bei DeutschFuchs findest du für alle Zielgruppen die passenden Unterrichtsmaterialien und wir erweitern unser Angebot laufend. Du entscheidest dabei immer selbst, welche Lektionen deine Schülerinnen und Schüler bekommen und bearbeiten können. Hast du deine Wahl getroffen, klick auf den Button Hinzufügen und wähle die Schülerinnen und Schüler oder Gruppen aus, die Zugriff auf diese Lektion erhalten sollen. Sobald der Name orange hinterlegt ist, kann die Lektion von deinen Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden. Die Vokabeln landen automatisch in dem Vokabeltrainer. Mit einem Klick auf die Glühbirne aktivierst du die Musterlösungen, die es zu jeder Lektion gibt. Das geht aber selbstverständlich auch später noch, denn direkt zu Beginn die Lösungen freizugeben, ist vielleicht nicht immer die beste Idee. Bevor du deinen Schülerinnen und Schülern Material zugeteilt hast, ist deren Account leer. DeutschFuchs ist also kein reines Selbstlernprodukt, sondern bindet dich als Lehrkraft aktiv mit ein. Ein guter Anfang ist übrigens immer unser Einstufungstest. Mit welchen Lektionen es danach sinnvoll weitergeht, findest du ganz unten bei Ressourcen auf der Seite Start-Einstieg. Möchtest du direkt in Niveau A2, B1 oder B2 starten, sind die letzten Lektionen der vorherigen Niveaustufe besonders wichtig. Hier fassen wir alle Ereignisse zusammen, sodass deine Schülerinnen und Schüler die Charaktere kennenlernen und der Story folgen können. Wie das Ganze aus Sicht der Schülerinnen und Schüler aussieht, wie ihr dank unserer Echtzeitsynchronisation live zusammenarbeiten könnt und welche Möglichkeiten der Auswertung es gibt, zeigen wir dir im nächsten Video.